Abschließend eine kleine Bemerkung zum Beweisteil B des vorangegangenen Satzes. Nämlich, wir haben gesehen, dass im Falle, dass K eine nicht leere, transiente kommunizierende Klasse ist, dass das μx, das wir analog definieren können, die folgende Ungleichung erfüllt, nämlich dass μx von y größer gleich ist als die Summe über alle z, das ist mein Zustandsraum, μx von z mal dieser Übergangswahrscheinlichkeit p z, y. Und hierbei haben wir auch gesehen im Verlauf des Beweises, dass die Gleichheit gilt für alle y, die von x verschieden sind, während die Ungleichung strikt ist, falls y gerade gleich x ist. Das heißt, insbesondere, dass μx im Falle einer transienten kommunizierenden Klasse ein invariantes Maß darstellt. Kommen wir jetzt aber zu der Frage nach der Existenz und Eindeutigkeit im gewissen Sinne von invarianten Maßen auf rekurrenten kommunizierenden Klassen. Das ist die Aussage des folgenden Satzes. Also ich betrachte wiederum eine Nupé-Markov-Kette, die ich wieder mit xn bezeichnen möchte und die Werte annimmt in meinem Zustandsraum E. Und ich betrachte zudem eine nicht leere Teilmenge k meines Zustandsraumes und über diese Menge k möchte ich annehmen, dass sie eine kommunizierende, rekurrente Klasse darstellt. Dann ist die Aussage des Satzes das folgende. Es existiert ein invariantes Maß, das ich mit Pi bezeichnen möchte und das Werte annimmt, die strikt kleiner sind als unendlich. Und Pi hat zudem die Eigenschaft, identisch zu verschwinden für alle Zustände, die nicht in der kommunizierenden Klasse liegen. Zudem ist dieses Maß Pi bis auf konstantes Vielfaches eindeutig bestimmt. Schauen wir uns den Beweis einmal an. Die Existenz ist trivial, nämlich die haben wir gerade im vorangegangenen Satz gezeigt. Nämlich wir haben dieses Objekt μ x konstruiert und wir haben ja im Beweisteil b nachgewiesen, dass μ x ein invariantes Maß ist. Und μ x hat natürlich per Definition auch diese Eigenschaft, auf dem Komplement der Menge k identisch zu verschwinden. Und im Beweisteil b haben wir, a haben wir auch gezeigt, dass μ x Werte annimmt, die strikt kleiner sind als unendlich. Bleibt also nur noch die Eindeutigkeit bis auf konstantes Vielfaches zu zeigen. Und das machen wir wie folgt. Also wir nehmen uns her ein invariantes Maß Pi, was die Eigenschaft hat, auf dem Komplement der Menge k identisch zu verschwinden. Und jetzt gibt es sozusagen zwei, drei kleine Fälle zu unterscheiden. Also es könnte ja sein, dass Pi von y konstant unendlich ist für alle y aus der Menge k, weil dann ist natürlich auch die entsprechende definierende Gleichung des invarianten Maßes trivialerweise erfüllt. Und der zweite Fall könnte sein, dass Pi von y identisch 0 ist auf der Menge k. Und in beiden Fällen kann ich natürlich dann Pi auch darstellen mit Hilfe von μx und einer Konstanten c, wobei diese Konstante c entweder unendlich ist, oder, also im ersten Fall, oder konstant 0. Und damit hätten wir uns davon überzeugt, dass in den beiden Fällen dieses Maß Pi sich wirklich als ein konstantes Vielfaches von diesem Maß μx darstellen lassen kann. Wobei wir hier im Falle c gleich unendlich die Konvention treffen, dass der unendlich mal 0 0 sei. Das gilt nämlich dann für Zustände, die nicht in der Menge k liegen. Bleibt also sozusagen nur der Fall zu betrachten, dass Pi auf der Menge k weder konstant unendlich noch identisch 0 ist. Was hat das dann zur Konsequenz? Das hat zur Konsequenz, dass ich einen Punkt x in der Menge k finde, sodass Px Werte annimmt, die strikt positiv sind und strikt kleiner sind als unendlich. Und dann definiere ich mir ein neues Objekt, nämlich Lambda von y als pi von y geteilt durch pi von x. Was wissen wir jetzt über dieses Objekt Lambda von y? Zunächst einmal, Lambda ist ein invariantes Maß. Aufgrund der Tatsache, dass pi ein invariantes Maß ist nach Voraussetzung.
Weiterhin wissen wir, dadurch, dass Pi identisch 0 ist für alle y aus dem Komplement der Menge k, folgt natürlich auch, dass Lambda diese Eigenschaft hat. Weiterhin wissen wir auch noch, dass Lambda an der Stelle x per Konstruktion den Wert 1 annimmt. Also können wir jetzt den vorangegangenen Satz anwenden und wir wissen, dass Lambda gerade mit μ von x übereinstimmt. Was ja nichts weiter bedeutet, als dass ich dieses Maß Pi aufschreiben kann als dieses Vielfache des Maßes μ x mit diesem Faktor Pi von x. Und damit haben wir auch die Eindeutigkeit bis auf konstantes Vielfaches in diesem Fall nachgewiesen. Anders verhält es sich im Falle von transienten kommunizierenden Klassen. Und das haben wir im Beweis, im Beispiel 30, wo wir die asymmetrische eindimensionale Irrfahrt betrachtet haben, bereits gesehen. Da konnten wir nämlich zeigen, dass sowohl das konstante Maß Pi von x gleich 1 für alle x aus meinem Zustandsraum ein invariantes Maß darstellt. Und zum anderen haben wir gesehen, dass das Maß Pi von x ist gleich p geteilt durch 1 minus p in Klammern hoch x ein invariantes Maß darstellt im Falle, dass p ungleichen halb ist. Also es gibt sozusagen für transiente kommunizierende Klassen sogar verschiedene Maße, die sich nicht durch ein konstantes Vielfaches ineinander überführen lassen. Kommen wir jetzt sozusagen zum eigentlichen Satz, nämlich zu der Aussage der Existenz von Gleichgewichtsverteilung. Und das ist sozusagen der Inhalt von diesem Satz 3.6. Ich betrachte wiederum eine Markov-Kette Xn mit Startverteilung μ, die spielt jetzt hier nicht so die Rolle, und Übergangsmatrix P. Und diese Markov-Kette nimmt wieder Werte an in meinem Zustandsraum E. Und ich betrachte wiederum eine nicht leere Teilmenge meines Zustandsraumes, die ich mit K bezeichnen möchte. Und über K möchte ich wieder annehmen, dass es eine kommunizierende Klasse sei. Und dann gelten die folgenden beiden Aussagen. Es gibt genau ein invariantes Maß Pi mit der Eigenschaft, dass die Summe von Px für alle x aus der Menge K gleich 1 ist, genau dann, wenn diese Klasse K positiv rekurrent ist. Und insbesondere lässt sich Pi von x dann auch darstellen als 1 geteilt durch den Erwartungswert bei Start in x von der zufälligen Zeit des Treffens des Zustandes x nach dem Zeitpunkt 0. Und das gilt für alle x aus meinem Zustandsraum K. Das heißt, was man hier sieht, ist, der Wert von Px wird umso kleiner, je länger es dauert, bei Start in x den Zustand x in Erwartung wiederzutreffen. Und der zweite Teil der Aussage ist das folgende. Falls k nicht der ganze Zustandsraum E ist und ich annehme, dass es sich hierbei um eine transiente kommunizierende Klasse handelt und ich zudem annehme, dass es ein invariantes Maß, eine invariante Verteilung gibt, so folgt sofort, dass diese invariante Verteilung die Eigenschaft haben muss, auf allen Zuständen dieser transienten kommunizierenden Klasse identisch 0 zu sein. Schauen wir uns also diesen Beweis einmal an. Zeigen wir zunächst die Hinrichtung. Also ich betrachte ein Pi aus dieser Menge der Gleichgewichtsverteilung, die Eigenschaft hat, dass die Summe über alle x aus der Menge k von Pi von x identisch 1 ist. Was weiß ich? Naja, dadurch, dass das hier sozusagen ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dieser Menge k ist, gibt es mindestens ein x in dieser Menge k, sodass Pi von x positiv sein muss. Und weiterhin weiß ich, dadurch, dass k ja eine kommunizierende Klasse ist, dass für jedes y x auch mit y kommuniziert. Und daraus folgt natürlich sofort mit Bemerkung 19c, dass Pi von y positiv ist für alle y aus k. Jetzt betrachte ich das folgende invariante Maß. Ich definiere mir wieder Lambda als Pi geteilt durch Pi von x. Was habe ich damit erreicht? Damit habe ich erreicht, dass Lambda
ein invariantes Maß ist und die Eigenschaft hat, an der Stelle x gerade den Wert 1 anzunehmen und aufgrund dieser Tatsache hier auf dem Komplement der Menge k zu verschwinden. Daraus folgt nach dem vorangegangenen Satz 3, 4, dass dieses Maß Lambda mit dem Maß μ x übereinstimmen muss. Jetzt betrachten wir hier das Folgende. Jetzt gucke ich mir einmal an den Erwartungswert bei Start in x von dieser Treffzeit des Zustandes x. Diesen Erwartungswert kann ich natürlich auch schreiben als die Summe über all y aus k. Von dem Erwartungswert bei Start in x der in y verbrachten Zeit, bevor ich den Zustand x wieder treffe. Dann haben wir aber gesehen, dass diese Summe hier nichts weiter nach Definition anderes ist als μ x von y. Jetzt kann ich natürlich auch wieder μ x von y aufgrund der Tatsache, dass μ x das gleiche ist wie Lambda und Lambda das gleiche ist wie Pi geteilt durch Pi von x, auch ausdrücken als 1 geteilt durch Pi von x mal die Summe über alle y aus k, Pi von y. Jetzt nach Voraussetzung wissen wir aber, dass diese Summe gerade identisch 1 ist. Daraus folgt also, dass dieser Erwartungswert gleich ist dem inversen dieses invarianten Maßes oder dieser invarianten Verteilung Pi an der Stelle x. Und dadurch, dass wir ja gesehen haben, dass Pi x strikt positiv ist, folgt daraus auch, dass das Inverse davon einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als unendlich. Also ist der Zustand x positiv rekurrent und aufgrund der Bemerkung 16 wissen wir damit auch, dass jeder Zustand y in meiner kommunizierenden Klasse k positiv rekurrent ist. Weiterhin haben wir gesehen, dass Pi von x sich darstellen lässt als das Inverse dieser Treffzeit des Zustandes x bei Start in x. Das folgt einfach genau aus dieser Gleichung, indem wir hier nach Pi von x auflösen. Und damit haben wir auch gezeigt, dass in diesem Falle das Maß Pi eindeutig bestimmt ist. Schauen wir uns also die umgekehrte Richtung an. Sei also k eine positive rekurrente Klasse, dann gilt für ein Element x aus dieser Menge k natürlich zunächst einmal, wenn ich μ x von y betrachte und über alle y aus meinem Zustandsraum summiere, analog zu diesem Argument hier oben, dass das das gleiche ist wie der Erwartungswert bei Start in x des Treffens des Zustandes x und aufgrund der positiven Rekurrenz wissen wir natürlich, dass dieser Erwartungswert endlich ist. Also folgt wiederum aus dem Satz 3, 4 für das folgende Maß, nämlich ich definiere mir jetzt Pi von y einfach als μ x von y geteilt durch diesen Erwartungswert, dass es sich hierbei zum einen um ein invariantes, also μ von x ist ja ein invariantes Maß. Das ist aber gerade das, was ich brauche, um es zu normieren. Also handelt es sich hierbei von Pi von y um eine Gleichgewichtsverteilung. Und zudem hat diese Gleichgewichtsverteilung natürlich die Eigenschaft, auf dem Komplement der Menge k zu verschwinden. Warum? Weil natürlich das Maß μ x auf dem Komplement der Menge k verschwindet. Also folgt daraus auch, dass die Summe über alle y aus der Menge k gerade 1 sein muss. Damit haben wir jetzt nachgewiesen, dass zum einen die Menge der invarianten Verteilungen nicht leer ist, sondern ein Maß enthält und dass dieses Maß auch diese Eigenschaft hat, konstant 1 auf der Menge k zu sein, also die ganze Masse auf der Klasse k zu haben. Damit haben wir also auch die Rückrichtung. Und der Teil B der Aussage folgt sofort aus dem Satz 3.1b. Welche Konsequenz hat dieser Satz? Ja, zum einen, wenn wir eine irreduzible Markow-Kette betrachten auf einem endlichen Zustandsraum, dann wissen wir ja, dann folgt sofort, dass es eine eindeutig bestimmte Gleichgewichtsverteilung gibt. Warum folgt das?
Ja, wir haben bereits im Satz 2.11 gesehen, dass im Falle einer irreduziblen Markov-Kette auf einem endlichen Zustandsraum alle Zustände positiv rekurrent sind. Also können wir den letzten Satz anwenden und der impliziert sofort die Existenz einer eindeutig bestimmten Gleichgewichtsverteilung. Kommen wir jetzt zu einem abschließenden Beispiel, in dem wir die beiden Teile des vorangegangenen Satzes auch nochmal anschaulich darstellen können. Das ist das folgende. Ich betrachte einfach mal eine Markov-Kette Xn auf diesem folgenden Zustandsraum, nämlich der besteht einfach nur aus vier Zuständen, 0, 1, 2, 3. Und die Übergangsmatrix ist durch folgenden Übergangsgraphen gegeben. Also wenn ich im Zustand 0 bin, dann bleibe ich mit Wahrscheinlichkeit 1 im Zustand 0. Vom Zustand 1 kann ich mit Wahrscheinlichkeiten halb in den Zustand 0 springen oder mit Wahrscheinlichkeiten halb in den Zustand 2. Und von dem Zustand 2 kann ich entweder mit Wahrscheinlichkeiten Viertel in den Zustand 3 springen oder mit Wahrscheinlichkeit 3 Viertel im Zustand 2 bleiben. Und umgekehrt, ich kann vom Zustand 3 aus mit Wahrscheinlichkeiten halb in den Zustand 2 springen oder mit Wahrscheinlichkeiten halb im Zustand 3 verbleiben. Was wissen wir jetzt zunächst einmal? Wir wissen, dass die Zustände 0 und 2 und 3 jeweils eine kommunizierende Klasse bilden. Und dadurch, dass der Zustandsraum ja endlich ist, wissen wir auch, dass diese kommunizierenden Klassen jeweils positiv rekurrent sind. Das heißt, wir wissen, auf jeder dieser kommunizierenden Klassen existiert ein eindeutig bestimmtes Gleichgewichtsmaß. Und das ist im Fall dieser kommunizierenden Klasse 0 einfach die Indikatorfunktion auf 0. Das heißt, die Masse ist auf allen anderen drei Zuständen identisch 0. Und umgekehrt, wir wissen zudem, dass das invariante Maß auf dieser Menge 2, 3 gegeben ist durch 2/3 Indikatorfunktion des Zustandes 2 plus 1/3 Indikatorfunktion des Zustandes 3. Das folgte aus diesem Beispiel über diese kleine 2-Kreuz-2-Matrix, und wo wir explizit den Linkseigenvektor berechnen konnten. Weiterhin sagt uns auch der Satz 3.6 aus, dass jede beliebige Gleichgewichtsverteilung, die wir betrachten auf dieser Menge, die Eigenschaft haben muss, dass auch der Zustand 1, der transient ist, eine Masse liegt. Das sehen wir hier deutlich daran. Wir können ja alle möglichen Gleichgewichtsverteilungen durch Konvexkombination dieser beiden extremalen Gleichgewichtsverteilungen bilden. Und wir sehen, es gibt keinen Fall, der Masse auf diesen Zustand liegt. Und wir können sozusagen noch eine Kleinigkeit aus dem vorangegangenen Satz gewinnen, nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir ja wissen, dass die invariante Verteilung in Zusammenhang besteht mit der erwarteten Treffzeit des Zustandes X bei Start in X. Können wir jetzt auch sehr leicht ausrechnen, was ist denn die Wahrscheinlichkeit oder was ist denn der Erwartungswert bei Start in X, bei Start in 2, den Zustand zum ersten Mal zu treffen. Wir sehen, nach Aussage des Satzes ist es nichts weiter als das Inverse des entsprechenden invarianten Maßes an der Stelle 2. Und das entsprechende invariante Maß ist dieses Pi2 an der Stelle 2. Das Inverse davon ist gerade 3 halbe. Also wir können auch die Existenz von invarianten Maßen zur Berechnung von erwarteten Treffzeiten benutzen. Abschließend möchte ich noch Ihnen eine Aufgabe vorstellen, und zwar handelt es sich hierbei um eine Markov-Kette auf den natürlichen Zahlen inklusive der Null, wobei ich hier zwei verschiedene Übergangsmechanismen annehmen möchte. Und jetzt zeigt sich, dass in beiden Fällen eine geeignete geometrische Verteilung jeweils die invariante Verteilung darstellt. Wovon Sie sich überzeugen sollen, ist a, nach Bestimmung der entsprechenden geometrischen Verteilung, dass im ersten Fall es sich sogar um eine reversible Verteilung handelt, während im zweiten Fall die entsprechende Gleichgewichtsverteilung nicht reversibel ist. Und zudem überlasse ich Ihnen sozusagen die Aufgabe,
Die erwartete Treffzeit des Zustandes 0 bei Start in 0 sowie entsprechend die erwartete Treffzeit des Zustandes x bei Start in x im Limes x gegen unendlich zu berechnen. Was haben wir jetzt in dieser Vorlesung gesehen? Wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage der Existenz von invarianten Maßen und Gleichgewichtsverteilung. Wir haben den Zusammenhang gesehen zu der Frage der positiven Rekurrenz der entsprechenden Klasse. In der nächsten Vorlesung soll es darum gehen, wie sich die Konvergenz der Übergangswahrscheinlichkeiten gegen die Gleichgewichtsverteilung verhält.